Endlich wieder Besenwagen. Endlich wieder Loserbus mit euch in der letzten Reihe. Ich habe mich schon gefreut. Einmal die Woche hier hinten. Heute fährt das Teil ein bisschen langsamer und nicht ganz so weit, weil wir hinterm Frauenrennen herfahren heute. Mal gucken, wer aussteigen muss. Ich weiß nicht, bei den kürzeren Distanzen muss überhaupt jemand aussteigen. Ich bin Bastian Marx, herzlich willkommen. Mein Name ist Paul Voss. Und ich bin der Andreas Stauff. Ja, herzlich willkommen im Besenwagen. Basti, dann wollte ich jetzt mal fragen, nach den letzten Entwicklungen, bist du jetzt bei dem Jan-Ulrich-Case immer noch so emotional involviert oder das ist schon wieder ein bisschen umgeschwungen? Ach doch, doch. Die Emotionen sind noch da, aber Ulle hat's doch auch dann nochmal ein bisschen übertrieben und auch heute habe ich nochmal so ein paar lustige Einzelheiten mitbekommen. Er muss wohl zu der Prostituierten, die er sich da bestellt hat, gesagt haben, nachdem er nackt auf dem Bett lag und Koks und Johnny Walker überall verteilt hatte, herzlich willkommen zu meiner Abschiedsfeier. Die hat er auf jeden Fall gut durchgezogen. Ich würde sagen, Uli ist der neue Charlie Sheen des Radsports. Ja, genau. Wir haben schon versucht, irgendwelche anderen Vergleiche zu finden. Deutschen Raum, aber selbst ein Boris Becker sieht da aus wie ein... Quatsch da, die kommen da auf jeden Fall nicht ran. Ey, wir waren noch bei Britney Spears hängen geblieben, aber Britney Spears hat halt weniger mit Nutten zu tun. Naja, gut. Es war auch irgendwas Sportliches los die Woche. Da ich so ein bisschen krank war einen Tag, habe ich auch relativ viel Sport geglotzt. Es waren die Eurogames und im Zuge dessen relativ viel Radsport auch. Bahn, BMX, Mountainbike, Straßenrennen. Wer hat was mitgekriegt von euch? Alles. Bis auf BMX, das habe ich nie bekommen, aber ich fand eine ziemlich geile Idee, das so ja so ein bisschen wie die Olympischen Spiele aufzuziehen, halt einfach nur kleiner und familiärer und dadurch eigentlich irgendwie auch ein bisschen näher am Publikum gefühlt zumindest. Also es hat sich irgendwie alles ein bisschen mehr real angefühlt und nicht wie so eine riesen Show und ich glaube, das hat allen Sportarten, die da teilgenommen haben, gut getan. Ja, ich habe das inklusive, ich meine BMX, also BMX hat normalerweise sonst gar keine Fernsehminuten wirklich, also gar nicht schon mal in der Breite. Für die war es, glaube ich, extrem wichtig und auch für Mountainbike. Genau, richtig. Mountainbike siehst du auch nie im Fernsehen, wenn du es nicht wirklich unbedingt willst. Und war ich nämlich auch gerade krank an dem Tag. Dann habe ich dieses Cross-Country-Rennen geguckt hier mit Ben aus Essen, der dann auch irgendwie von Platz 35 auf Platz 15 gefahren ist, was für ihn, glaube ich, relativ geil war. Fumic ist leider rausgeflogen, ein Deutscher ist Neunter geworden. War ein cooles Rennen, war cooler Sport. Und ich habe von vielen Leuten die Resonanz bekommen, dass sie die Spiele super fanden, auch alle anderen Sportarten. Ich glaube, da waren auch so ein paar richtig lustige, emotionale Interviews hinten dran dabei und ich habe auf jeden Fall von ein paar Leuten gehört, dass sie das wesentlich geiler fanden als immer nur diesen Fußball. Ja, ich habe die Ergebnisse auf jeden Fall auch verfolgt. Deutschland hat auch gar nicht so schlecht abgeschnitten, ne? Also ja, unerwartet, ne? Dem deutschen Radsport geht's hervorragend. Zumindest mal, was die auf der Bahn haben wir ein bisschen was geholt. Die Leistungsdichte angeht. Obwohl Christina Vogel nicht dabei war. Ja, ich glaube 13 Medaillen insgesamt, oder? Mit der Straße, wenn ich mir jetzt, also Schachmann, eine falsche Zahl, aber auf jeden Fall über 10 auf jeden Fall. Im Straßenrennen haben wir leider keine geholt, also eigentlich hätten wir das gewonnen, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ich glaube, Lisa Brennauer wird doch Dritte auf der Straße. Ja, gut, guck, da haben wir schon wieder nicht aufs Frauenradsport geguckt. Ja, also das, was ich gerade noch sagen wollte, Männerrennen hätten wir ganz safe gewonnen, wenn nicht Lammertink unseren Nico Denz abgeräumt hätte, kurz vor Ziel. Wer? Ich weiß nicht mehr. Ja, aber trotz alledem, dass das Straßenrennen vielleicht nicht so gut für uns gelaufen ist, ist dann kurz vor den Eurogames doch nochmal jemand in Erscheinung getreten, den wir schon mal angesprochen hatten. Und zwar hat Pascal Ackermann zwar überragende Sprintsiege bei der Polen-Rundfahrt gefeiert. Was ist das Äquivalent zu einem Hattrick, wenn du 4 machst? Er hat einen Hattrick gemacht und noch einen gewonnen. Also 4 Rennen gefahren, 4 gewonnen am Stück. Passiert ja als Profi, glaube ich, tatsächlich nicht so oft. Also mir nicht. Paul, du hast schon mal 4 Stück gewonnen? Nein, schon mal gar nicht. Auch andere Sprinter tun sich da tatsächlich schwer. Gut abgeräumt. Aber ich will jetzt mal kurz einen Nachtrag einreichen zu den European Games, nicht, dass wir dastehen wie kompletten Trottel. Und zwar Lisa Brennauer wird Dritte im Straßenrennen.
Trixie Borak Dritter im Zeitfahren und der gute Schachmann wird auch Dritter im Zeitfahren bei den Männern. Also waren wir doch erfolgreich auf der Straße, nicht nur auf der Bahn. Auf jeden Fall. Ich fand's auch zum Beispiel mal wieder geil, dass einfach Van Aert und Van der Poel da am Schluss in der Spitzengruppe sind. Das ist nämlich, wenn man Cross verfolgt und jetzt seit neuestem auch Straße verfolgt, ist das mal wieder so ein geiler Zweikampf wie früher, den man sich angucken kann, wo man immer mitfiebern kann und die zwei sind einfach auch brutale Maschinen. Ja, da habe ich eigentlich meinen Freund Marcel Meisen in der Spitzengruppe vermisst. Der ist auch Crosser. Ja, der hat gerade was zu tun gehabt wahrscheinlich. Der musste Flaschen holen für Nico Denz. Genau, die hatten ja ihren Kapitän vorne drinne und Marcel Meisen hat attackiert relativ am Anfang vom Rennen. Als die Spitzengruppe weg war, so 10 Minuten später, hat er alleine attackiert, ist nichts geworden dann. Ja, nochmal zurück dann zur Polen-Rundfahrt. Wiatkowski eine gute Show abgezogen, auf jeden Fall. Genau, und hier nochmal Alvaro Hodek nicht vergessen. 2x2. Hinter Ackermann, dann eine Etappe gewonnen, von dem wir auch noch viel hören. Und Kwiatkowski, klar, das ist da der Volksheld in Polen und der hat das auch ganz gut umgesetzt. Das war mit Ansage geil gewonnen, das Teil. Aber habt ihr euch den Sprint angeschaut, den ersten Etappensieg? Nee, ich glaube der zweite von Acker, wo der irgendwie von, keine Ahnung, von wo der kam und so ein bisschen Mario Kart gespielt hat. Das war die zweite Etappe, oder? Ja, genau, die zweite Etappe, die er gewinnt. Genau, ja, von oben. Das war krass, ey. Richtig geil. Ja. Aber das war Radfahren können auf jeden Fall. Das war so geplant. Der hat sich extra ein 55er Blatt montiert für den Tag. Mal abgesehen von dem Sprint von Ackermann fand ich einen anderen Sprint letzte Woche noch viel krasser. Und das war der Sprint von Marianne Voss bei irgendeinem Rennen in Schweden. Keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, ob das World Tour sich nennt bei den Frauen. Ja, ist World Tour, ja. Ist World genau, Tour. Stoffi. Ja. Okay, aber auf jeden Fall ist sie da einen sensationellen Sprint gefahren und, da war ich echt wieder mal beeindruckt und das muss ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Ich bin ja offizieller Marianne Voss-Fan. Also die ist auf jeden Fall für mich die coolste Radfahrerin. Ist übrigens nicht meine Schwester. deine Tante ist das. Genau. Wenn dann. Marianne Voss ist ja wirklich jemand, den man auch wirklich schon länger kennt. Keine Ahnung, ich beschäftige mich jetzt vielleicht 2-3 Jahre damit. Frauenradsport. Finde ich auch interessant. Guckt das auch, wenn es kommt, auf Eurosport 2 wird mal das ein oder andere Rennen übertragen. Und so in meiner Wahrnehmung ist es ganz gut auf dem aufsteigenden Ast. Ich weiß nicht, warum es Sportarten gibt, wie jetzt Frauenfußball, Frauenradsport, die man irgendwie nicht so auf dem Schirm hat. Und wenn man jetzt irgendwie Leichtathletik oder Schwimmen guckt, ist es ganz normal, dass da ein 10.000, 5.000 Meter Frauenrennen ist oder dass sie die 100 Meter schwimmen, so wie die Männer und man das auf demselben Level wahrnimmt. Dauert nicht so lang. Ja. Wir haben die mehr Zeit zum Übertragen. Ja, ich glaube nicht, dass es daran liegt, aber auf jeden Fall finde ich, es geht bergauf und es kommt mehr in die Öffentlichkeit und es sind ein paar coole Frauen im Profifeld, denen man auch auf Instagram folgen kann und der Paul hat auch eine Meinung dazu. Ja, genau, also ich supporte ja den Frauenradsport, also ich bin jetzt kein Gegner oder denke, die sollen sich zum Teufel scheren und ich finde, sollten auch die gleichen Rechte haben, wie es die Männer haben, aber ich finde, man hat da ziemlich wenig Geduld und man möchte so im Hauruck-Verfahren Dinge erzwingen, wie jetzt immer wieder Aussagen kommen, man möchte auch eine Tour de France haben über 3 Wochen und also erstmal ganz ehrlich, wenn man mal die Top-Fahrer fragt, Großteil wird dir dann auch wahrscheinlich ehrlich sagen, dass du hast momentan gar nicht die Breite in dem Fahrerfeld, dass du da nach 3 Wochen überhaupt noch irgendwie 20 Leute im Ziel hast, weil wo willst du da hin? Warum wollen die überhaupt 3 Wochen fahren? Die Männer würden sich auch dagegen entscheiden, ne? Die wollen halt gleichberechtigt sein mit Männern und ich finde, da ist so, Frauen sehen dann irgendwie eigentlich nicht gerade die Chance für sich, dass sie ihren Sport entwickeln können nach ihren Vorstellungen. Ich meine, unser Sport hat so eine lange Historie, dass gewisse Dinge sich nicht mehr ändern. Selbst wenn man denkt, warum muss Paris-Roubaix so lang sein? Vielleicht macht man es 180 und ist sogar noch geiler. Das wird aber nie passieren. Und im Frauenradsport kannst du Dinge entwickeln, die vielleicht medienkompatibler sind. Warum brauchen die 200 Kilometer Radrennen? Das ist kompletter Schwachsinn. Also brauchst du nicht probieren. Mach die Rennen kürzer und interessanter, ja? Und ja, genau, sind sie auch. Ja, genau. Also, du kannst ja andere Formate einfach ausprobieren. Genau, und der Kalender muss irgendwie besser werden, ne? Also so mal für jemanden, der da jetzt sich noch nie mit beschäftigt hat. Der Giro der Frauen ist eigentlich so die wichtigste Rundfahrt im Jahr, der Giro Rosa.
der ist dann während der Tour de France und keiner kriegt so richtig mit, weil natürlich alle Tour de France gucken. Dann hat die Tour de France hat ein Frauenrennen, das ist ein Eintagesrennen. Das ist aber dann auch irgendwie so vor, genau, zwei Tage nachdem der Giro zu Ende ist, also müssen die guten Fahrer direkt vom einen Rennen irgendwie schnell zum anderen fliegen, aus Italien dann nach Frankreich in die Alpen und einen Tag fahren und dann auch irgendwie vor den Männern. Da verstehe ich nicht, wieso man das nicht einfach irgendwie am Ruhetag macht oder so, weil jeder, der Tour de France guckt und eh auf Radsport gucken eingestellt ist, würde das dann gucken. Aber solche Sachen sind da in der Wahrnehmung, finde ich, viel wichtiger, dass es mehr Leute gucken und dass es mehr Sponsoren dafür gibt und so. Ich meine, wir leben immer noch in Deutschland und der Radsport muss sowieso darum kämpfen, dass es überhaupt übertragen wird. Und aber die Frauen sind da im selben Boot wie die Männer, meiner Meinung nach. Genau, und es gibt halt eigentlich auch schon super Rennen, ich meine, sowas wie die Lotto Thüringen-Rundfahrt, dann die wie heißt die, OVO Energy Women's Tour, dass da in England die Rundfahrt über, ich glaube, 5 oder 6 Tage mittlerweile, das ist richtig großes Rennen und da wird's auch medial ziemlich gefeiert. Man muss halt ein bisschen Geduld haben. Ich meine, die haben über die letzten Jahren echt viel erreicht, so Preisgelder wurden zum Teil angeglichen. Ich glaube, dieses Jahr bei der Vuelta haben die sogar 3 Etappen Rundfahrt während der Vuelta, veranstaltet von dem Veranstalter der Vuelta. Und es geht halt voran, aber man es muss halt auch mehr, ein bisschen Geduld haben. Es wird Geduld jedes beweisen. Jahr mehr, ja. Genau. Nochmal kurz ein grob Überblick über die Women's World Tour. Die ist natürlich nicht so groß, nicht so viele Rennen wie bei den Männern, aber die wichtigen Rennen, die sind eigentlich fast identisch. Die fahren Strade Bianche zum Beispiel, die haben einige von den belgischen Klassikern, Gent-Wevelgem ist dabei, Flandern-Rundfahrt Runde ist dabei, Flandern. Amstel Gold, die fahren Lüttich-Bastogne. Das sind alles Sachen, die man leider natürlich nicht so krass mitkriegt. Die Kalifornien-Rundfahrt ist dabei, dann der Giro, wie ich schon gesagt habe, und ein paar Sachen kommen dieses Jahr auch noch. Und vielleicht guckt der ein oder andere bei der Weltmeisterschaft, da wird ja viel übertragen und da werden wir die Frauen auch wieder sehen. Oh, der Bus bleibt stehen. Hi Tanja. Hallo. Tanja Ehrath ist hier in den Bus eingestiegen gerade. Weiß nicht, ob sie jeder kennt. Hoffentlich. Ich tatsächlich schon so ein bisschen länger. Wir hatten uns vorgenommen, ein bisschen über den Frauenradsport zu reden und dafür auch einen Gast zu holen. Und da der Zufall eintrat, dass Tanja echt relativ von Folge 1 oder 2 vom Besenwagen sich schon als Fan geoutet hatte, kam dann auch schnell Kontakt zustande und somit haben wir hier eine Fahrerin aus der Top-Liga hier. Allerdings ist das jetzt nicht wirklich eine etablierte Radrennfahrerin und das ist eine ganz wilde Geschichte. Ich versuche das mal so ein bisschen zu erklären. Es gibt die Swift Academy. Ich habe mich nie wirklich damit beschäftigt, aber es geht wohl so aus, dass sich da ziemlich viele Leute anmelden und dann nach einem gewissen K.O.-System gegeneinander Swift-Rennen fahren. Und irgendjemand gewinnt am Schluss. Und lustigerweise, bei den Männern wie bei den Frauen, gewinnt derjenige einen Profivertrag in einem World-Tour-Team. Bei den Männern ist das Ollie Jones, bei Dimension Data und bei den Frauen ist es Tanja Ehrath bei Canyon SRAM. Und letztes Jahr gab es, glaube ich, auch schon Leute, die das gemacht haben. Da muss ich sagen, ich habe das gehört, dass eine Frau schon mal so Profi geworden ist, Männer nicht. Höre ich gerade zum ersten Mal. Ja, das habe ich, aber das habe ich in der Recherche hierfür auch zum ersten Mal gehört. Aber wir müssen das auf jeden Fall nochmal aufarbeiten. Okay. Tanjas Geschichte ist noch so ein bisschen länger. Das will ich auch nochmal ausbreiten, weil es ist schon spannend insgesamt. Ich bin auf sie aufmerksam geworden, so vor, lass es 2 Jahre sein, als ich mal angefangen habe, mich mit der Fix-Szene zu beschäftigen, wo sie bei Red-Hook-Kriterien für Fixpot am Start war und da auch echt halbwegs erfolgreich. Und dann ist dieses Swift-Ding passiert und man hat so ein bisschen mehr nachgeforscht und dann kommt raus, dass diese Frau irgendwie Triathlon macht, seit sie 11 Jahre alt ist, glaube ich. Da auch sehr erfolgreich. Ich habe mal kurz nachgehakt, noch vor der Folge, nach Erfolgen. Und dann kam so eine seitenlange Mail mit das gewonnen, hier WM-Quali, EM, dies, das. Dann Fixed-Rennen, hier Dritter, aktivste Fahrerin, das und das. Wo ich schon lachen musste, weil solche Menschen kenne ich und habe sie hier mit mir im Besenwagen sitzen immer. Also die Frau kann schon richtig, richtig Rad fahren und gleichzeitig während dem ganzen Leistungssport noch
Abi gemacht, Ausbildung zur Krankenpflegerin und währenddessen auf einen Medizinstudienplatz gewartet und mittlerweile fertige Ärztin. Das ist ein bisschen beängstigend, das Ganze. Also schon, mit schon so Leuten sitzt du aber nicht hier im Wagen. Nee. Das wollte ich als Unterschied auch schon anführen. Ja, jetzt ist sie hier und steht uns Rede und Antwort. Du kommst gerade aus Schweden, Tanja, ne? Was hast du da gemacht? Ich war in Schweden fürs Teamzeitfahren tatsächlich, und zwar für mein erstes Teamzeitfahren und dann gleich ein Worldtour-Rennen und dann gleich mit Mädels wie Trixie Worak und Lisa Klein. Und ja, war spannend. Vor allem, weil die Wetterbedingungen nicht sehr einladend waren fürs Teamzeitfahren. Also freitags beim ersten Training hatten wir einfach Böen bis 90 km/h. Wow Deals hat das Training abgebrochen, weil die komplette Mannschaft auf der Gegenfahrbahn gelandet ist. FDJ ist komplett gestürzt. Mitchell und Scott ist gar nicht erst aufs Rad gegangen. Wir haben dann erst den zweiten Intervall irgendwann abgebrochen, weil auch 3 von 6 Fahrerinnen auf der Gegenseite gelandet sind. Also es war schon sehr extrem. Und wenn man es dann zum ersten Mal macht, hat es nicht wirklich dazu beigetragen, dass man sich so wohl gefühlt hat in der Konstellation. Aber ich wusste dann halt, es kann im Rennen nur noch besser werden. Und hat's geklappt? Und das war dann auch so. Ja, es war alles wunderbar. Und ich glaube, Ronny hat im Endeffekt nichts von uns erwartet, weil wir halt wirklich sozusagen frisch zusammengewürfelt waren. Also ich habe vor 1,5 Wochen gehört, ja, probier mal ein bisschen mehr auf dem Zeitfahrrad zu fahren, du solltest jetzt in Schweden einspringen, weil Hannah Barnes und Aljona, die normalerweise fest in der Teamzeitfahrmannschaft sozusagen drin sind, die sind beide beim Giro gestürzt und haben sich Knochen gebrochen und dementsprechend sind die raus. Und ja, dann war das eine spontane Sache und am Ende sind wir dann Vierter geworden und damit war es eigentlich deutlich besser als erwartet. So gut. Meine erste Frage, die mir in den Kopf kommt und was die Leute sicher interessiert, ist natürlich jetzt so als Vollquereinsteiger. Ich meine, Fixed-Rennen sind schon hart und es geht auch schon hart zur Sache da, aber jetzt so plötzlich Radprofi. Wie ist das? Welche Rennen bist du schon gefahren? Was sind die ersten Erfahrungen? Was ist so jetzt mal ganz grob zusammengefasst die Entwicklung bis jetzt für dich? Also Rennen gefahren bin ich jetzt eigentlich schon einige und auch in unterschiedlichen Ländern und eigentlich so von kleineren Rennen über Worldtour-Rennen alles dabei. Eigentlich, also ich bin im Februar hat's angefangen mit einem Rennen in Spanien, Setmana Ciclista Valenciana heißt dieses Rennen. Dann bin ich Tour of California gefahren, Yorkshire gefahren, jetzt Schweden gefahren, La Course gefahren, was bin ich noch für Rennen gefahren? La Course, muss man sagen, die Aging Tour. Ist das Frauenrennen bei der Tour de France. Genau. Genau, das ist ein Tagesrennen, ja. Genau. Und wie? Also es waren jetzt schon ganz gute Rennen dabei, die ich mitfahren durfte. Und wie war der Einstieg? Also ich meine, du stehst da plötzlich in so einem Trikot, ja, vom World Tour Team am Start mit so anderen World Tour Fahrerinnen und fährst los. Bist vorher nur auf der Rolle gefahren. Ich frage mich jetzt gerade auch, wie das geht, nee, wenn man vorher noch nie so ein Straßenrennen gefahren ist, mehr oder weniger, und dann auf einmal mittendrin ist. Dazu muss ich sagen, ich bin mein erstes Zeitfahren bin ich gefahren 2008, mein erstes Straßenrennen bin ich gefahren 2011. Ich bin immer parallel zum Triathlon eigentlich Straßenrennen gefahren. Okay. Und ich bin auch letztes Jahr schon die Deutschen mitgefahren, bin eigentlich regelmäßig auch nicht nur Fixed-Gear-Kriterien, sondern halt auch einfach normale Rennen gefahren. Und das heißt, es war jetzt nicht komplett neu. Das Einzige, was halt neu ist, du kannst halt in Deutschland, sag ich mal, wenn du ein gut besetztes Rennen hast, sind halt 20 Mädels da. Da hat man halt nie das Problem, dass man sich jetzt irgendwie nicht in die Führung arbeiten kann oder dass man keinen Platz findet, irgendwie nach vorne zu kommen und um Positionen kämpfen muss. Das sieht halt anders aus, wenn man auf einmal in Holland irgendwie Seitenwinde ohne Ende hat und ein Peloton, das aus 120 Frauen besteht und halt auch einfach die Leistungsdichte deutlich größer ist. Aber fraglich ist halt auch, ob man das halt einfach in einem anderen Rahmen üben kann, außer dann halt einfach tatsächlich, wenn man da ins kalte Wasser geworfen wird. Und mein erstes Rennen ging eigentlich auch ganz gut los. Also ich bin ja, wurde mir in der Swift Academy dann gesagt, weil als Triathletin stuft man sich selber ja nicht unbedingt als Sprinter ein, aber tatsächlich bin ich wohl Sprinter. Und dann wurde mir aufgetragen, dass ich jetzt bei dem ersten Rennen eben diese Valencia-Rundfahrt für die Intermediate Sprints einfach mal das versuchen soll. Also mir wird kein Lead-Out-Train oder sowas zur Seite gestellt, ich soll einfach mich mal da mal durchschummeln.
Und dann habe ich tatsächlich den ersten Sprint gewonnen, bin dann beim zweiten Sprint Zweite geworden und dann hat mich bei Kilometer 80 eine abgeräumt. Und dann war das Rennen für mich vorbei. Das heißt, an sich war der Einstieg gut, bis zu dem Sturz dann. Aber ich glaube, da waren die Leute erstmal eher überrascht und auch mein sportlicher Leiter erstmal überrascht, weil mit Lea das Jahr davor waren die Erfahrungen ja ein bisschen anders, weil Lea ja wirklich gar keinen Radsport-Hintergrund hat. Das ist die, die das letztes Jahr gewonnen hat, das Swift-Teil. Ah, okay, da kommt jetzt genau. Jedes Jahr, gibt es ja einen Profivertrag zu gewinnen. Okay. Aber erst. Genau, also jetzt. Bist du die Zweite oder die Dritte? Also, so lange gibt es das nicht, ne? Also 2 Jahre jetzt erst. Nee, ich bin die Zweite, ja. Man muss aber auch sagen, dass Ronny Lauke, der Teamchef, da echt auch auf so einen Markt vorgestoßen ist oder halt auch das Glück hatte, den Partner zu finden mit Swift. Ja. Aber ich glaube schon, dass es auch so der Zukunft im Radsport ein bisschen sein wird, weil ich meine, bei den Männern fängt das jetzt an, aber du kannst da halt schon ganz gut sehen, wer Potenzial hat oder nicht. Ist halt dann die Frage, wie man feststellt, ob jemand cheatet oder nicht mit irgendwelchen Daten. Ich habe selber auch mal Swift gefahren letztes Jahr, nachdem ich aufgehört habe. Ey, und da bin ich Wattwerte gefahren und dachte, ey, wie ist denn das möglich, dass ich hier noch abgehängt werde? Aber das ist halt schon, also das ist halt krass, weil das kannst du dir halt nicht vorstellen, wie hart die zum Teil sind. Ich kenne auch einen, der ist britischer Swift-Meister. Den habe ich mal kennengelernt dieses Jahr und das ist ein kompletter Freak, der kann ja kein Straßenrad fahren. Aber, also der kriegt das nicht hin, sagt er selber auch. Aber auf Swift ist er halt voll die Maschine, ne? Und gewinnt so international auch Rennen und macht da richtig Preisgeld. Das ist schon eine krasse Welt, so an sich. Ich finde das System schon irgendwie geil. Ich finde es auch, also wie es macht einfach Publicity und Leute werden darauf aufmerksam. Ich meine, wenn du keine Radrennen fahren kannst, kommt's halt irgendwann auch relativ schnell dann raus. Aber wenn du es kannst, bist du halt dabei und ist schon eine coole Sache, das ganze Ding. Und dann muss man halt überlegen, wie man das in Zukunft weitermacht, ob das dann, ich meine, der Menschen-Data macht's auch. Wie gesagt, ich habe es auch erst gestern erfahren, aber ich werde mich die Woche mal schlau machen, wie dieser Olli das so durchzieht. Du sagst, der kommt vom Inline-Skaten, glaube ich. Und genau, der war auch ziemlich, ziemlich gut, hat dann aber auch Verletzungspech gehabt und dann aufgehört. Und fährt auch, also der hat halt überhaupt kein Problem im Peloton. Also der ist gewohnt, sich mit dem Kopf zu verteidigen und dichter zu fahren, als wir es vom Radfahren kennen. Also der kennt eigentlich keine Angst. So, ich dachte, Inline-Skating jetzt so Halfpipe oder so. Nee. Also so. Rennen, so wie Eis, Schnelllauf irgendwie. Genau. Ja. Das Ganze bekommt natürlich noch eine andere Dimension und die wird natürlich super schnell klar auch irgendwo, weil wenn du als Quereinsteiger irgendwo reinkommst, sind wahrscheinlich halt die Resonanzen jetzt nicht nur positiv, ne? Da sind jetzt irgendwie Leute, die seit 10 Jahren versuchen, einen Profivertrag zu kriegen und gefühlt ihr ganzes Leben dafür arbeiten und wahrscheinlich auch nichts anderes gemacht haben. Ich denke, du wirst einerseits positiv empfangen, andere sind vielleicht auch nicht so gut, erstmal auf dich zu sprechen, bevor du dich da bewiesen hast. Ja, also im Großteil war ich eigentlich überrascht, wie positiv die Resonanz war, so vom Gesamtpeloton. Aber klar kriegt man dann ab und zu mal so einen Kommentar wie, ja, du hast dir das ja auch einfach gemacht oder du hast dir einen einfachen Weg ausgesucht. Aber grundsätzlich ist ja auch jedem freigestellt, also jedes Mädchen oder jede Frau, die ins Pro-Peloton rein will, hat ja die Möglichkeit, an der Swift Academy teilzunehmen. Also ich hatte auch keine Rolle, ich habe mir halt eine von einem Freund geliehen dann für diese 8 Wochen. Also ich glaube, das kriegt jeder hin und für den Zeitraum kriegt man ja auch alles frei und diese Trainingsplattformen, über die das dann läuft, sind dann auch frei. Also es ist halt mal so, dass man extrem an irgendwas gekoppelt ist, außer jetzt vielleicht ein iPad oder ein PC oder ein Notebook. Deshalb denke ich halt immer, wenn mich da jemand irgendwie drauf reduziert, dass ich mir das jetzt leicht gemacht hat, denke ich mir, du hättest dir genauso leicht machen können und das Ding halt gewinnen und dann wärst halt auch in dem Team. Also. Und da muss man 8 Wochen ja auf der Rolle fahren? Nein, also es fängt halt mit der ersten Runde an. Das sind dann insgesamt 15 Einheiten. Davon sind 8 Einheiten sind so Workouts, die auch teilweise echt zerstörend sind. Also und wie so beim Spinning im Fitnessstudio. Genau, man hat halt vorgegebene Wattwerte oder halt so All-Out-Sprints, wo man dann halt, das eine Mal waren es halt irgendwie 24 Sprints, wo man dazwischen Sprints über 15 Sekunden und dazwischen ist die Erholung 20 Sekunden lang und du sollst halt die ganze Zeit deine Peak-Power eigentlich raushauen.
Und ich meine, das, ja, das zerstört einen halt einfach schon. Also ich glaube, ich habe mich selten in meinem Leben so zerstört wie bei diesen Einheiten, weil du auch weißt, okay, du willst so gut sein wie möglich, weil du möchtest diesen Vertrag. Und genau, dann kommen noch 2 Rennen dazu und dann noch 5 Group Rides, die aber eigentlich halt nur so ein bisschen fürs Socializen und Community sind. Und anhand der Wattwerte und deine Pulswerte, also Pulsgurt musst du auch tragen, werden dann halt 10 Leute ausgesucht, die dann ins Halbfinale kommen. Und das sind dann nochmals 7 Einheiten, 4 drinnen, 3 draußen. Und dann wird auch wieder auf die Daten geschaut. Und dann schaffen es davon wieder 3 ins Finale. Und da fährt man dann mit dem Team ins Trainingslager. Und da haben wir dann halt Lead-Out-Training gemacht, sind auch nochmal ein Rennen auf Swift gefahren. Und vor allem wird dann halt auch geschaut, wer passt gut ins Team, wer ist sozial verträglich, sage ich jetzt mal. Wie funktioniert denn ein Lead-Out auf Swift? Nee, das war dann halt im Trainingslager im Real Life. Okay. Also weil mit dem Team. Ich muss so komische Fragen stellen, weil ich glaube, ich bin in meinem Leben nicht insgesamt 8 Wochen Rolle gefahren oder noch nicht mal 8 Mal, glaube ich. Also wie gesagt, ich hatte nie eine Rolle. Ich hatte dann nur eine freie Rolle mal geliehen, weil ich dann mein PJ gemacht habe in Stuttgart und in Stuttgart kann man so semi-gut Radfahren. Dann bin ich einen Winter lang freie Rolle gefahren, aber das war meine Rollenerfahrung eigentlich. Und deshalb, also ich bin da auch mit Swift eigentlich auch ins kalte Wasser gesprungen, aber hat ja zum Glück funktioniert. Fuck, wir hätten verdammt nochmal Swift als Sponsor für diese Folge gebraucht. Wir machen ja nur Werbung für diese scheiß Swift Academy. Das waren letztes Jahr, meintest du irgendwie 1.500 Leute und dieses Jahr sind schon wie viele angemeldet? 2.500. Letztes Jahr waren es 2.500 Frauen und dieses Jahr sind es jetzt schon über 4.000, die sich angemeldet haben. Krasser Scheiß, echt. Aber jetzt mal weg von diesem Swift. Ich will eigentlich über Radsport reden, über draußen und du fährst auch draußen und das echt, ab und an, echt ja. Nicht schlecht, ja. Aber ich hätte trotzdem noch eine Frage dazu. Letzte Frage zu Swift. Okay, weil da ging es ja jetzt schon krass um Wattzahlen und so. Ich will mal gerne wissen, wie das so aussieht im Frauenradsport, weil da habe ich gar keine Vorstellung von. Soll ich dir jetzt meine Wattzahlen sagen oder wie? Ja, zum Beispiel Peak Power würde mich da insbesondere interessieren. Peak Power? Ja. Ja, da würde ich sagen, komme ich so an die 1,4, 1,5 ran. Also jetzt wirklich ernsthaft? Nur Peak, ja. Ja, was wiegst du? Jetzt ernsthaft, Paula hat auch so viel, nämlich. Ich habe wesentlich weniger. Du kannst eine Frau doch nicht in der Öffentlichkeit nach ihrem Gewicht fragen. Ja, komm, das wollte ich auch gerade sagen. Dann frag Watt pro Kilogramm. Ja, nee, das Sachen Watt pro Kilogramm, also kann ich ja selbst ausrechnen. Ich würde sagen, ich bin relativ schwer und wiege 65 Kilo. Alter Schwede, aber das ist echt sportlich. Das sind selbst bei Männern sind das gute Werte. Das ist brutal. Das ist brutal, ja. Heiland sagt, nee, aber das ist nicht schlecht. Eigentlich warst du schon mal irgendwie, durftest du schon mal Finale fahren beim Rennen oder bist du schon mal in die Situation gekommen, für dich selber zu fahren? Nee, jetzt nur beim Deutschen im Scratch. Da bin ich dann Zweite geworden. Und ja, Corfi meinte zu mir, wenn ich, das sage ich besser nicht. Los. Ja. Also man muss vielleicht mal kurz erklären, Corf ist der Nationaltrainer Bahn und Straße bei den Frauen. Okay. Ja. Ja. Was hat er gesagt? Sag mal. Na, er hat halt gesagt, ich habe nicht richtig gekettet, also ich hätte einen dickeren Gang gebraucht. Jetzt musst du noch sagen, wer der Mechaniker war. Ich selbst. nee, aber also ich meine, damit war ich doch schon sehr zufrieden, so mein zweites Scratch-Rennen überhaupt und dann Vize war ich doch ganz zufrieden mit. Also es sind auf jeden Fall beeindruckende Zahlen, die du da raushaust und das macht mich jetzt eigentlich in meiner Sache noch sicherer. Der Basti hat uns nämlich vorher schon so ein bisschen gebrieft und hat uns verraten, was da ungefähr für Zahlen bei rauskommen werden. Und dann habe ich nämlich mit dem Basti jetzt gewettet, weil das ist so einigermaßen gleiche Voraussetzung, weil der Basti fährt nämlich auch ein Frauenrad. Und ich würde jetzt einfach mal gerne wetten, wer von euch beiden einen Sprint gewinnen würde gegeneinander. Und ich bleibe dann dabei und wette auf dich. Ich auch. Okay. So, Basti, Wetteinsatz. Wetteinsatz wollen wir jetzt haben. Wir müssen aber das Szenario noch festlegen, ob das jetzt ein Ortsschild-Sprint oder 10 Sekunden oder was ist auch egal. Immer. Auf Swift, auf Swift. Na, auf Swift nicht. Also ich Basti, also ich meine ganz ehrlich. Ich bin auch dabei, auf jeden Fall. Aber draußen. Draußen irgendwie auf dem Ortsschild oder sowas. Ja, komm schon, Girona. Ich wette auf mich. Girona ist gut.
Ja, wollen wir auch gerade über Girona sprechen. Wie ist denn das Leben so als Profi für dich? Ich meine, wahrscheinlich ein Riesenwechsel vom Studium und ich glaube, du schreibst nächstes Jahr deine Doktorarbeit, wenn das stimmt. Also genau, ich und dann ja. Genau. Und dann lebst du jetzt ja auch in Girona. Ich habe da ja auch 5 Jahre lang gewohnt. Auch lebst du in der Swift-WG, stimmt das? Ja, also ich wohne theoretisch in der Team-WG. Ich wohne mit Alexis Ryan und Leah Thorwilson zusammen. Und Leah hat eben auch über Swift gewonnen, aber Alexis ist ein normaler Mensch. Also mit den beiden wohne ich zusammen. Und es funktioniert auch eigentlich ganz gut, außer dass es halt 2 Amerikaner sind und das manchmal schwierig ist, aber... Man nennt dich auch die Party-Queen, habe ich gehört. Man nennt mich die Party-Queen? Ja. Sagt wer? Das sagt... Buschfunk. Der Buschfunk, nee, das sagt nicht der Buschfunk, das sagt Rick Zabel. Der hat dich nämlich getroffen auf der After-Race-Party in Kalifornien. Ja, ja. Okay, also genau, und Rick habe ich 2-mal getroffen. Einmal beim Pure Cycling Festival von Canyon und dann einmal noch auf der After-Race-Party in Kalifornien. Und dann würde ich sagen, ist er mindestens genauso Party-Queen wie ich. Das kann man sich sogar vorstellen. Mehr, tatsächlich. Also, als ich gegangen bin, war er zumindest mit 2 Wiggle Girls beschäftigt. Aber kann man jetzt auch rausschneiden, gell? Nee, das hast du mit drin. Die Party Queen, also bitte. Ich bin tatsächlich, also wenn ich was nett bin, dann ist es ein Partymäuschen. Ich meine, ich habe mein halbes Leben damit verbracht, Medizin zu studieren, Triathlon zu machen und parallel zu arbeiten am Wochenende. Das heißt, selbst wenn ich ein Partymäuschen wäre, hatte ich nicht so richtig die Möglichkeit, mein Partymäuschen-Dasein auszuleben. Aber wie sind jetzt so deine Tendenzen? So, was findest du an sich geiler? Triathlon, Straßenradsport in dem Fall oder halt vielleicht sogar Fixgear? Oder hast du auch mal Bock, irgendwie auf die Bahn zu gehen und dich da mehr drauf zu konzentrieren? Oder? Also grundsätzlich macht mir immer Spaß, was ich mache. Triathlon war eine gute Zeit. Ich habe das 15 Jahre gemacht, aber irgendwann wurde es dann halt auch so ein bisschen langweilig. Man kannte seine Konkurrenz, man wusste irgendwie, wer schwimmt wie stark, wer fährt wie stark und auf wen muss ich beim Laufen Acht geben. Und irgendwann war es dann halt nicht mehr spannend und vor allem, ich bin halt nie gern gelaufen. Ich habe das nur gemacht, weil es halt dazugehört hat. Und deshalb kam es mir eigentlich ein bisschen entgegen, dass ich jetzt nur noch Radfahren muss. Fixed macht auf jeden Fall Spaß, aber es ist halt immer so ein bisschen mehr Party als Sport und das, aha, weil ich halt nicht so ein Partymäuschen bin, macht mir das halt nicht so Laune, muss ich sagen. Und ja, Bahn ist auf jeden Fall so ein bisschen die nächste, also meine Bahn in Anführungsstrichen Karriere voranzutreiben, ist jetzt so ein bisschen der nächste Schritt. Was kommt auf der Straße als nächstes? Da habe ich jetzt erstmal ein bisschen frei. Endlich mal. Und dann fahre ich erst wieder Ardèche Mitte September und dann noch China Ende Oktober. Und wenn alles gut läuft, dann darfst du nochmal in Österreich ran, vielleicht. Genau, aber halt, also das kommt jetzt halt drauf an, wie die Teamzeitfahrkonstellation in Norwegen läuft und wie Hannah und Aljona sich erholen. Und also das kann man jetzt noch gar nicht sagen, aber. Vielleicht nochmal. Jetzt haben wir über deine persönlichen Ziele und so weiter gesprochen. Du bist zwar jetzt noch nicht so lange im Profi-Frauenradsport dabei, aber wie siehst du denn den Trend, wie sich das Ganze so entwickelt hat und was wären so deine Idealvorstellungen oder was ist so die Idealvorstellung vielleicht im Peloton bei den Frauen, wie sich der Sport so im Ganzen weiterentwickeln soll? Also meine Idealvorstellung, und da kommen wir auch zu dem Thema, dass ich eigentlich auch mit euch besprechen möchte, ist, dass es genau so ist wie beim Triathlon eigentlich. Weil im Triathlon läuft Männer- und Frauentriathlon parallel, beziehungsweise mit 15 Minuten Startverzögerung die gleichen Strecken. Und es ist halt einfach, Frauentriathlon ist genauso anerkannt wie der Männertriathlon. Und da wird kein Unterschied gemacht. Und ich finde, da kann man sich halt mal wieder bei den Triathleten was abgucken, dass es bei uns halt auch irgendwann keine großen Unterschiede mehr gibt. Und also GCN hat ja mal bei den Männern nachgefragt, was die sich eigentlich wünschen würden, was sich ändert. Und die meisten haben gesagt, sie würden sich wünschen, dass die Strecken wieder ein bisschen kürzer werden.
Und ich finde, man könnte das angleichen, unsere ein bisschen länger, die Männerstrecken ein bisschen kürzer und dann fahren wir halt einfach die gleichen Strecken. Also, warum nicht? Also ich habe mir heute überlegt, wieso macht man nicht dieselbe Etappe? Und keine Ahnung, wenn jetzt so eine Tour-Etappe jetzt mal völlig rumfantasiert 180 Kilometer hat, wieso lässt man nicht die Frauen bei 140 starten und die Männer gleichzeitig bei 180 und kann die Übertragung dann hin und her switchen und man hat das Frauenfinale anderthalb Stunden vor dem Männerfinale oder so. Das ist, fände ich cool. Es ist ja in Kalifornien zum Beispiel war das ja so und dann haben sie halt trotzdem von den Frauen nichts, also mal die Zieleinfahrt von den Frauen gezeigt und die Männer sind dann rumgedümpelt und haben sie übertragen. Also seltsam. Manchmal weiß man halt auch nicht, warum's so ist. Und es müsste halt einfach auch nicht so sein, finde ich. Ja gut, aber ich bin ja, ich supporte Frauenradsport, also ich meine, ich verfolge es echt schon seit Ewigkeiten und ich bin ja auch in der CPA, in der Fahrervereinigung und wir hatten ja auch Gespräche mit Vertreterinnen der Frauenfraktion und es ist halt, im Frauenradsport gibt es so viele Baustellen, also ich meine, im Männerradsport gibt es schon unzählige, ne? Bei Frauenradsport ist irgendwie einfach nochmal das Zehnfache, weil es hapert ja an allem, also Mindestgehalt angefangen zu, wie du abgesichert bist und also keine Ahnung, 1000 auf jeden Fall und ich finde so, das geringste Problem, was der Frauenradsport gerade hat, ist, dass es darum geht, dass ihr irgendwie die gleichen Strecken fahrt, wie wir es tun, weil ihr habt im Hintergrund so viele andere Dinge, um irgendwie erstmal, dass ihr erstmal anerkannt seid. Zum Beispiel in Italien ist es ja so, dass du als Frau darfst du ja kein Profisportler sein. Da bist du dann irgendwie bei, ich weiß gar nicht, wie die dann angestellt sind, wie das geregelt ist, aber du bist offiziell kein Profisportler. Also da gibt es Ungleichheiten, die einfach noch schwerwiegender sind und die eher angepasst werden müssen, als dass ihr jetzt eine 3 Wochen Tour de France fahrt. Ich glaube, es ist halt wie mit dem Huhn und mit dem Ei. Also du kannst halt das eine nicht ohne das andere ändern. Und die Frage ist halt, wo fängt man an? Aber grundsätzlich werden sich die Gehälter halt nicht anpassen, wenn wir nicht die gleiche mediale Aufmerksamkeit haben. Und das wirst halt nicht bekommen, wenn der Frauenradsport immer ein bisschen belächelt ist, weil wir kürzere Strecken fahren, weil wir nicht die gleichen Pässe fahren und weil es nicht übertragen wird. Und deshalb, du musst halt irgendwo anfangen. Aber ich glaube halt vor allem heutzutage ist halt Publicity und Marketing das Nonplusultra, weil so kriegst du deine Sponsoren, so kriegst du deine Gelder. Und dementsprechend kannst du dann halt auch andere Gehälter anbieten und eine andere Absicherung der Fahrerin. Also deshalb finde ich es nicht mal so Quatsch, dass man damit anfängt, weil das halt ein Schritt in die richtige Richtung ist, glaube ich. Also das mit ja, gut, aber jetzt, also jetzt mal. Ja, das mit den Pässen finde ich auf jeden Fall auch. Also ob das jetzt kürzer ist oder nicht, ich finde es ja sogar gut, dass es kürzer ist. Also auch beim Männerrennen ist es ja wahrscheinlich gut. Jetzt vielleicht nicht bei einem Rennen, was von seiner Länge lebt, wie Mailand-Sanremo oder so, aber trotzdem sollte einfach genau derselbe Berg gefahren werden, wenn schon dasselbe Rennen gefahren wird. Jetzt zum Beispiel bei der Weltmeisterschaft ist beim Frauenrennen auch der Berg nicht drin, seltsamerweise. Ja, ich meine, da bin ich ja eurer Meinung, aber es gibt halt so gewisse Dinge, da frage ich mich halt immer, warum die Frauen versuchen, genau das gleiche zu bekommen wie die Männer und nicht einfach anfangen, was Eigenes zu kreieren, wie halt die Rundfahrt in Thüringen, wie Yorkshire, wie die Großbritannien-Rundfahrt, wenn man es jetzt mal simpel sagt. Warum man da nicht einfach anfängt, das versucht mehr zu promoten, was natürlich versucht wird. Aber da ist ja die Akzeptanz auch da, in den einzelnen Ländern zum Teil schon. Und Giro Rosa ist, glaube ich, echt das Datum einfach sehr unglücklich, wie Basti vorhin schon mal, was du gar nicht da eingangs gesagt hat. Das liegt halt während der Tour und das kriegen halt die mit, die Ahnung haben, aber der Rest der Öffentlichkeit halt nicht. Und das ist ein Riesenproblem, wie es halt gelegt ist. Ja. Aber ich glaube, ihr habt schon ein Rennen mit einer ziemlich hohen Qualität, die auch bei euch oder in der Szene einen hohen Stellenwert haben. Und es ist für mich immer die Frage, ob ihr eine Tour braucht, eine ASO, die eigentlich gar keinen Bock auf euch hat, um das mal gerade rauszusagen. Ja. Warum muss man sich darauf einlassen? Warum macht man nicht einfach sein eigenes Ding? Und das verstehe ich manchmal nicht, warum man so drauf pocht, anstelle einfach dahin zu gehen, wo man irgendwie eine Plattform geboten bekommt und da selber was aufbaut. Man muss es besser präsentieren und jeder, der heute zuguckt, guckt mal Frauenrennen in nächster Zeit und macht das auch mal publik und teilt das mal und so weiter, weil es ist geil. Ich habe dieses La Course geguckt letztens, ich habe ein paar Ausschnitte Ende von Etappen vom Giro geguckt, aber La Course, das war so ein geiles Rennen am Schluss. Das Finale war geil. Ja. Und das Ding ist, ich saß halt vor der Etappe saß ich halt, hab mir es im Fernsehen angeschaut, als wurde er, glaube ich, nicht live übertragen, ich recht bin. Und die letzten 1000 Meter waren super spannend, aber das ist halt ja komplett Banane, dass man so ein Rennen veranstaltet, aber es dann irgendwie nicht ins Fernsehen bringt. Ja, und dann Eurosport-Player war live auf jeden Fall, ich habe es live geguckt. Ja gut, Eurosport-Player, aber das ist jetzt nicht ARD oder CDF oder das ist jetzt nicht von der ASO. Gut, da muss man halt auch sagen, die übertragen halt auch wirklich nur die Tour de France, ne? Da wird ja auch bei den Männern nichts anderes mehr übertragen.
Aber ist vielleicht ja, gar ja, kein schlechter Ansatz, dass so man versucht, ein eigenes Ding zu machen, weil ich meine, dem Männerradsport oder überhaupt generell dem Radsport, aber dem Männerradsport geht's ja auch nicht so gut. Also dem vielleicht nachzueifern, macht vielleicht gar nicht so viel Sinn, weil eben diese langen Distanzen, die teilweise noch gefahren werden, auch Rennen uninteressant machen. Also vielleicht sollte man da so ein bisschen... Es geht eh nie von heute auf morgen und ich glaube, die Entwicklung ist schon echt ganz gut. Also natürlich ist da ganz viel im Argen, beim Männerradsport genauso, beim Frauenradsport noch ein bisschen mehr, aber die Entwicklung geht auf jeden Fall wesentlich steiler nach oben als beim Männerradsport. Und einfach weiter, einfach pushen, wer Bock drauf hat, guckt das an. Und auch so weibliche Radfahrerinnen, die ich jetzt in meiner medialen Blase, wie du das immer so schön sagst, Andi, habe, meiner Meinung nach, da wird ganz oft irgendein Artikel geteilt auf Facebook, hier sind jetzt wieder Podiumsgirls und warum sind da Podiumsgirls, das ist total scheiße und die Frauen werden immer nur schlecht dargestellt, aber keine postet mal ein Frauenrennen, irgendwie mal ein Video von einem Finale oder von irgendeiner Fahrerin, man muss sich einfach gegenseitig positiv pushen, nicht immer nur auf den negativen Sachen rumreiten. Ja. Ja, dann machen wir mal eine kleine Überleitung zu dem, was wir in der letzten Folge mal rausgelassen haben. Endlich wieder Instagram-Accounts und Songs. Da war ich auch sehr traurig, dass das gefehlt hat. Ich, alle haben geweint, aber keiner hat's gesagt. Ja, vor allem nachdem ich Tamam Tamam jetzt fest in meine Trainingsplaylist aufgenommen. Andi fühlt sich geehrt. Ja, Tanja, du darfst anfangen. Wir fangen mit Instagram an, einfach. Gib uns einen Tipp. Meine Instagram-Empfehlung, aber werdet ihr wahrscheinlich eh schon alle folgen, Real Stevens, der Instagram-Account von Matt Stevens, weil er einfach diesen unfassbar britisch guten Humor hat und einfach ein unglaublich guter Typ ist. Von GCN, ne? Ja. Nee, der ist nicht mehr bei GCN, der macht nur noch Eurosport mittlerweile. Ah, okay. Aber da war aber einer der ersten Hosts. Ja. Genau, der war noch bei uns beim Finale dabei mit GCN und da habe ich ihn auch kennengelernt und war auch so ein bisschen Fangirl. Paul, dein Instagram-Account. Ja, ich habe schon wie was nicht Radsportmäßiges. Ja, macht ja nichts. Wahrscheinlich kein. Genau, dann nehme ich Jürgen Teller-Page. Heißt die Seite? Sehr gut, ja. Aber kennst du Jürgen Teller? Ich weiß nicht, wie viele den von euch kennen. Ich kenne den. Der macht ziemlich, ja genau, ich finde den ziemlich geil und sind so ein paar crazy Bilder dabei, ja. Genau. Paul ist in seiner Berliner Hipster-Ecke, er versucht sich weiter zu etablieren. Junge, ich wohne in Potsdam. Aber der will nach Berlin. Ich will unbedingt nach Berlin, aber... Warum eigentlich? Wer möchte nach Berlin? Nein, das ist, wenn du wüsstest, wo ich hier in Potsdam wohne, dann möchtest du auch nach Berlin. Okay. Ich wohne halt im Neubaugebiet. Ist alles super schön hier, aber vor mir sind die Schaukeln mit den Kindern den ganzen Tag, ey, da kriege ich die Krise, Mann. Da habe ich meinseits das Gefühl, ich habe irgendwas falsch gemacht. Okay, Paul, diesmal bin ich auch bei dir einmal ein Nicht-Radsport-Instagram-Tipp. Und zwar nennt sich dieser Account, oder der Account ist von niche.com und das ist doppelter Unterstrich und dann Nitsch, N-I-T-C-H. Und das ist eigentlich eine Bildersammlung von berühmten Personen, einfach so aus jeglichen Bereichen des Lebens. Und da werden dann immer so Zitate von denen dazu gepostet. Und das ist eigentlich eine schöne Seite, ziemlich inspirierend auch und mal was nicht vom Radsport. So, mein Tipp ist Real Raw Chicken on Bike. Wir markieren das ja jetzt immer auf unseren Social-Media-Kanälen, deswegen muss ich nicht buchstabieren, ist ein bisschen schwierig zu schreiben. Das ist mein Freund Torben, der unter anderem, kennt man vielleicht bei Team Standard, Rad fährt. Und Torben ist ein sehr, sehr spannender Mensch, finde ich. Er ist als Jugendlicher viel Rad gefahren. Auch dann so kadermäßig, konnte halbwegs sprinten. Andi kennt ihn nicht, deswegen kann er nicht gut gewesen sein. Aber er stand schon das ein oder andere Mal auf dem Podium und er hat auch so einen Vater gehabt, der das gepusht hat und einen Bruder gehabt, der auch gut war. Und wie das dann halt so ist in so einer klassischen Jugend, hat er dann irgendwie mit 18 oder was aufgehört damit und ist einfach mal 8 Jahre feiern gegangen und hat andere Dinge des Lebens ausprobiert. Um dann irgendwann zu merken,
Radfahren ist doch auch geil und das ist vielleicht auch nicht mein Leben. Auf jeden Fall, er hat nicht viele Follower, aber followt ihm, weil die Stories sind einfach der Knaller. Jetzt auch zu Ulle die Woche, das habt ihr leider alle verpasst, aber da werden Themen aufgearbeitet wie hier Gendergleichheit und Depression, Ulle, aber auf eine sehr witzige Art und Weise, die mir sehr gut gefällt. Torben ist ein geiler Typ, das ist mein Tipp. Ja, machen wir weiter mit gut. Musik. Genau, dann nehme ich den Chili Gonzales mit. Okay. Ist kein Gericht. Das kommt eher auf die, jetzt kommt eher auf die ruhige Playlist. Okay. Mit Drake Melody. Nein, Entschuldigung, nicht mit Drake Melody, mit Drake Medley. Kennt ihr überhaupt einer von euch? Chili Gonzales, habe ich gerade erst für mich selber entdeckt. Ja, klar, kennt man den. Nee. Tanja, du bist also da. Aber es klingt so feurig, das klingt gar nicht nach entspannt. Ach, mein Song. Karate Andy, Mofa. Andy lacht. Ist ja die 187 Straßenbande Sitzheizung, oder wie das ist? Wieder ja, ich hab gedacht, das ist schlimmer, Paul, das ist schlimmer. Ans Niveau an. Das ist schlimmer. Aber tatsächlich muss ich sagen, dass Karate Andy, Mofa war einfach komplett letztes Jahr mein Vorwettkampflied, das ich immer angehört habe beim Warmfahren. Bevor du auf der Rolle gefahren bist. Das passt so ein bisschen auch irgendwie zum Rollefahren. Genau, weil, nein, es ist einfach auch schön, weil, kennt ihr noch die Szene aus Höllentour, wenn Erik Zabel sagt, ja, wenn man manchmal Angst hat vor der nächsten Etappe, dann sage ich einfach, Rolf, du fährst wie ein Moped, wer soll dir was? Okay. Und ich muss immer an diese Szene denken und dann höre ich Karate Andy, wie er singt, ich fahr Mofa, ich fahr, ich fahr Mofa. Und dann habe ich halt im Kopf, wenn ich Rennen fahre, ich fahr Mofa, ich fahr, ich fahr Mofa. Es hilft ungemein. Ja. Ich habe übrigens letztens mal 187 Straßenbande auch endlich mal selber gehört, das Album durch. Also da musst du schon ein bisschen Schuss. Du machst dir aber keine Vorstellung von Karate Andi dann. Ja, 187 Straßenbande habe ich auch nur empfohlen, weil der Name erinnert mich irgendwie so an, irgendwie so, als wenn irgendwie eine Kinderserie wäre, weißt du, irgendwas so im Kika oder keine Ahnung. Und dann auch, und auch der Name Sitzheizung dazu oder elektronische Fenster hier, weil keine Ahnung, wie die sich nennen. Und das ist schon ziemlich würde Musik auf jeden Fall. Basti, komm, heb mal das Niveau wieder ein bisschen an. Weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich nehme Lorelei von Kölsch. Kennt das jemand? Jo. Andi nickt, alles klar. Ist wieder ein bisschen elektrolastiger und ist auf jeden Fall auf meiner Intervall-Playlist drauf. Kann man ganz gut längerfristige Intervalle zufahren. Ich fahre ja nicht mehr so viel Intervalle im Moment, deswegen kommt bei mir wieder eher etwas für die Recovery-Playlist. Und das ist ein Song von Travis Scott mit James Blake, Kid Cudi, Philip Bailey und Stevie Wonder. Und der ist von dem neuen Album und heißt Stop Trying to Be God. Und das ist so ein bisschen entspannter mit so ein paar Samples von den beiden älteren Herren und ja, ganz cool, entspannt. Läuft gerade ziemlich oft bei mir. Das klingt so ein bisschen wie so ein Star-Medley für hier Save Africa. Nee, du hörst das nicht so direkt raus, dass das überhaupt die beiden sind, aber das ist schon ganz cool verpackt. Alright. Etappenziel. Bus ist angehalten, Tür ist auf. Haut ab. Alle raus jetzt. Tanja, danke, dass du da warst. Danke, dass ich da sein durfte. Als erste weibliche, wie sagt man da, Gästin. Ja, vielleicht ja nicht die letzte, weil wir haben ja auch unseren letzten männlichen Radfahrer-Gast hier mal gefragt, wen er gerne in der Sendung hören würde. Also quasi eine Nominierung für die nächste weibliche Person könntest du jetzt hier bringen. Ja, ich finde halt Trixi unfassbar lustig, gell? Also, aber Trixi hat halt... Ja, Trixi ist unfassbar lustig. Und Trixi ist halt auch einfach eine Legende, gell? Ja, cool. Dann fragen wir die doch vielleicht mal für die nächste, für Teil 2 über einen Frauenradsport. Ja, genau. Genau, die ist ja sozusagen das Gegenstück zu mir. Wir sind Yin und Yang. Sie als erfahrene Radfahrerin und ich als alter Newbie. Okay, vielleicht lerne ich dann auch noch was über Frauenradsport. Über richtigen Radsport auch vielleicht. Alrighty. Das finde ich ja schön, dass ihr euch gegenseitig mobbt und nicht mich. Wir mobben jeden. Genau. Ey, und wenn dir die Folge gefällt, dann hau echt mal jeden an, den du kennst, deutschsprachig, dass der das mal raushauen soll. Das Problem ist, ich werde es mir halt selber nicht anhören können, weil es meine eigene Stimme ist. Aber ja, ich gut, dann musst du es jemanden testhören lassen. Ja, ja, ich, Pascal. Und ihr dürft halt nicht so viele,
Ihr müsst halt die richtigen Sachen rausschneiden. Ah, Pascal, der ist ja immer im Stress. Pascal ist so ein typischer Radprofi, der immer im Stress ist. Pascal hat immer so viel zu tun, selbst wenn er keine Rennen fährt. Und er hat halt einfach nichts zu tun, aber er denkt halt. Aber das ist halt das Problem, wenn man noch nie gearbeitet hat, sondern immer nur Rad gefahren ist und denkt, dass das der herbe Stress ist. Aber das dürfte jetzt... Da sprichst du ja mit dem Richtigen auf jeden Fall. Genau, ich finde es einfach trotzdem nur so witzig, weil dann auch, ich weiß nicht, irgendwann hat mich einer mal gefragt, ja, wie stressig das jetzt eigentlich wäre. Dann habe ich gesagt, ehrlich gesagt, es wäre deutlich entspannter als früher. Und er war total überrascht, dass es entspannter sein kann als das normale Leben, also das Radfahren entspannt sein soll. Aber ich meine, ich weiß nicht, wenn ich eine lange Einheit habe, dann bin ich 6 Stunden beschäftigt. Aber wenn ich früher lang gearbeitet habe, dann war ich halt einfach mal 12 Stunden in der Klinik und dann ist der Tag halt schon kurz. Ich kenne das. Ja, ich auch, aber den anderen Teil davon. Scheiß 6 Stunden Radfahren, hast du aber auch nicht so oft gemacht, oder? Doch, doch, auf jeden Fall. Muss ich ja. Aber es ist ganz schön, wenn man beide Seiten kennt. Ich bin da echt so ein bisschen, ich habe ja das Glück, dass ich mich da so ein bisschen ausruhen kann, weil ich ja mich einfach schon vorab sozusagen gut abgesichert habe. Aber ja, es ist schön, da reinzuschnuppern und sich diese Blase anzuschauen. Und man darf nicht vergessen, dass die 6 Stunden auf der Couch nach dem 6 Stunden Training gehören auch zu deinem Job. Ich weiß, ja. Also die sind sogar super wichtig. Das ja, genau. Genauso das wichtig wie die 6 Stunden immer. Vorher. Genau. Ja. Das ist auch immer schön, wenn ich meinem Papa Bilder schicke, wie ich liege und einfach sage, ich arbeite gerade. Wenn das jetzt geil läuft, wirst du das eigentlich noch jetzt richtig lange machen? Stellen wir uns mal vor, du wirst tatsächlich richtig gut. So lange wie Trixie Worak? Also eigentlich würde ich schon gern auch irgendwann mit meinem richtigen Beruf anfangen, weil ich das eigentlich auch ganz gern mache. Und ja, aber irgendwann geht auch noch mit 40. Würde gehen. Also ja, weiß nicht, ob man dann halt noch einen Job kriegt, ne? Das stimmt, aber also ja doch, dadurch, dass das jetzt momentan ziemlich gut aussieht auf dem Markt für Ärzte, die der deutschen Sprache mächtig sind. Und ich meine, es ist zwar schon nur Schwäbisch, aber halbwegs Deutsch. deshalb eigentlich muss ich mir da nicht unbedingt Gedanken machen, aber ich merke halt jetzt, wie viel ich schon in den letzten 8 Monaten vergessen habe. Und als Frau hat man ja dann auch noch vielleicht irgendwann mal vor, Kinder zu kriegen und das schiebt ja auch alles wieder nach hinten raus und ja, irgendwie ja, mal gucken. Also jetzt erstmal diese Saison zu Ende bringen und dann wenn es mega gut läuft, wer weiß. Also Lizzie, wie heißt sie jetzt mit Nachnamen nochmal? Amistad. Wie? Ja. Paul, du weißt das, ne? Degnan. Die macht doch gerade auch eine Pause, um Kinder zu bekommen, oder? Ja. Ja, aber das kannst du echt nicht vergleichen, Mann. Die ist halt so der Star im Radsport und die wechselt halt einfach mit. Sie sind mal das Team. Ich fahre ihr Fahrrad. Das ist wirklich einer von ihren Rahmen von letztem Jahr. Ja, das habe ich mir heute auch gedacht, als ich das Bild gesehen habe. Das muss ein Frauenrad sein, habe ich gedacht. Ist es ja. Das ist ein Amira von Lissi. Von die Basti hast du noch nie live. Ja, das glitzert und es ist Gloss. Das ist die Teamlackierung. Hast du den Basti schon mal live getroffen? Der ist sehr, sehr klein. Ja, theoretisch habe ich ihn live getroffen, aber nicht wirklich, also theoretisch praktisch, aber ich habe mich hinweg gemerkt. Meistens. Wahrscheinlich habe ich dich deshalb übersehen. Aber bald fahrt ihr einen Sprint gegeneinander, dann kannst du ja nachher nochmal. Ah, scheiße. Ich hoffe, das haben wir aufgenommen. Das war jetzt Karma, oder? Keine Aufnahme im Moment. Genau. Es wird nichts aufgenommen. Oh, scheiße. Ja, das ist dann der Nachteil. Jetzt habe ich heute 3 Einheiten gemacht und mit Krafttraining aufgehört. Jetzt kriege ich die ganze Zeit Krämpfe. Oh. Ja. Gut. Dann wollen wir dich nicht weiter von der Regeneration abhalten. Und, stimmt. Ja. Dann sagen wir es euch mal. Wohl. Tschüss. Tschüss. Ja. War cool. Viel Spaß noch. Ciao. Danke. Ciao. Enjoy. Thanks. Scheiße, wieso bleibt das Ding jetzt schon wieder stehen? Ich will jetzt eigentlich nach Hause oder irgendwie in die Kneipe oder so. Ach, Rick, was machst du denn hier schon wieder? Hey, Rick, hi. Ja, ich bin wieder da. Ich wusste gar nicht, dass wir hier durch Holland fahren gerade. Ja, stimmt. Ja, ich hatte einen Zeitfahren, also ich hatte einen ruhigen Tag, 12 Kilometer und schon war ich wieder fertig. Ja, erzähl mal, wie ging's dir seit der Tour oder seit dem letzten Mal im Besewagen?
bist auch die Europameisterschaft gefahren auf jeden Fall und hast ein sehr cooles Bild davon gepostet. Da war nicht so gutes Wetter. Ja, war super schweres Rennen. Also das Wetter war natürlich auch wirklich sehr, sehr schlecht. Langes Rennen, 230 Kilometer im Regen und dann sehr verwinkelter Stadtparcours. Das war auch eine ganz schöne Rampe da drin, ne? Ja, es war eigentlich als Sprinterparcours angekündigt, aber ich hatte irgendwie, glaube ich, am Ende 2800 Höhenmeter, also war jetzt nicht ganz flach. Ekliges Rennen. Was ich nicht gesehen habe und was ich jetzt auch mir noch nicht wieder angeguckt habe, ist, wie und wann ist diese Gruppe gegangen? Das ist so, ich glaube, das ist 3,5 Runden vor Schluss passiert, also so knappe 45, 50 Kilometer von dem Ziel, als dann die eigentliche Gruppe des Tages wieder eingeholt wurde. Und Belgien, Italien und Frankreich sind eigentlich rundenlang von vorne gefahren und haben immer wieder das Tempo angezogen. Dadurch war das so ein bisschen ein Ausscheidungsfahren einfach auf dem Parcours. 40, 45 Kilometer vom, oder 50 Kilometer vom Ziel waren wir dann alle zusammen. Von den 60 Fahrern oder so, die übrig geblieben waren, hat es dann Attacken gehagelt. Und unser eigentlicher Kapitän Dege hat eigentlich auch so an Nico und auch so mir ein bisschen das Go gegeben, weil er gesagt hat, ey, ich bin auch schon echt kaputt, super anstrengendes Rennen. Aber man muss ehrlicherweise sagen, dass einfach alle super, super kaputt waren. Ich bin selten in Rennen gefahren, wo wirklich auch die großen Kapitäne 40 Kilometer vor Ziel dann alle wirklich, also man hat allen angesehen, dass es sehr, sehr schwer war einfach. Und dann hat sich, ja, an einer von den steilen Rampen auf der Runde ist dann einer Tag hat dann richtig gesessen und Nico hatte einen guten Tag und hat es geschafft, da mitzugehen und war dann in der Gruppe drin. Und dann war es eigentlich so ein bisschen der Klassiker. Alle großen Nationen hatten einen dabei und dann hatten die irgendwann mal ein Loch von 1-2 Minuten und hinten waren eigentlich alle froh, dass sie einen dabei hatten und haben gesagt, okay, die vorne machen das schon. Ja, gute Nummer auf jeden Fall. So, wir haben ja schon länger vor, Nico hier auch mal in die Sendung mit reinzuholen. Weil eigentlich keiner so richtig weiß, wer es ist. Aber fast hätte er jetzt hier noch das Rennen gewonnen und jeder hätte es gewusst. Er hätte es auf jeden Fall gewonnen, wenn er nicht gestürzt wäre. Ja, doch, das denke ich auch. Ja, dann bist du aus Glasgow bist du jetzt dann über Nacht quasi angereist zur Big Bang Tour und ja, wie, also genau, quasi ohne Tag, ohne Pause dazwischen, fährst du jetzt direkt ein Etappenrennen da in Holland. Die UEC, also die der Europäische Radsportverband, hat für alle Fahrer, die EM gefahren sind und dann jetzt hier die Big Bang Tour fahren in Holland, einen Charterflug organisiert, aber ja, war so semi-gut organisiert, muss man sagen. War ein relativ kleines Flugzeug, was die da gechartert haben. Ja, viele Fahrer hatten Räder dabei und ihr Gepäck dabei und das hat dann alles schon nicht so wirklich in den Laderaum vom Flieger gepasst. Die mussten das dann wirklich komplett auf die Sitze im Flieger verteilen. Also es waren wirklich dann nur 25 Plätze frei im Flieger und auf den restlichen Sitzen lag halt einfach das Gepäck. Und was man auch noch sagen muss dazu ist, dass die European Games da in Glasgow oder European Championships, die ja sehr cool an sich von der Sache waren. Was nicht so cool war, dass sie es nicht geschafft haben, Duschen zu organisieren nach dem Rennen. Was jetzt für viele nicht so geil war, weil man hat ja jeder, der bei Instagram das Bild von mir gesehen hat zum Beispiel, wir sahen da wirklich aus, als wenn wir irgendwie aus einer Mine gekommen sind, arbeiten. Und ich würde mal sagen, bis auf die Deutschen hatte auf dem Flug, glaube ich, keiner geduscht. Und da auch dann nochmal ein Kompliment an den BDR und Andreas Klier, weil die haben es geschafft, ein Fitnessstudio zu organisieren, wo sie einen Raum gemietet haben, wo wir einfach duschen konnten. Das war sehr, sehr gut für uns. Ja, das sind auch die anderen Seiten des Profiradsports, den man nicht so unbedingt mitbekommt. Ja, jetzt glaube ich, so Wahnsinns-Transfer. Wann warst du dann nachts im Bett? Ich war, glaube ich, um 12:30 bin ich ungefähr schlafen gegangen. Also man muss dazu sagen, wie gesagt, der Flieger war sehr klein. Es gab leider auch kein Essen. Der Flug hat auch noch, das war auch ein sehr langsamer Flieger, der hat warum auch immer 2,5 Stunden gedauert, obwohl jetzt England und Holland nicht so weit auseinander ist. Der Pilot hat auch in die Pedale getreten vorne, um den Propeller zu betreiben. Ja. Willst du Weltmeisterschaft fahren, weißt du das? Ah, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ich meine, wenn der BDR noch irgendwie, keine Ahnung,
irgendwie vielleicht einen Social-Media-Spezialisten beauftragen da drauf oder einen Masseur oder so oder irgendwie ein Maskottchen, Animateur, dann bin ich dabei, aber als Fahrer will ich da nicht aufschlagen. Wir haben noch ein Bett frei, wir haben nämlich so ein 4-Mann-Apartment gemietet und machen da Urlaub und sind zu dritt. Ja, müssen wir nochmal sprechen, wenn ich keinen Renner habe, warum nicht? Wir hatten ja eben schon eine Mitfahrerin hier im Besenwagen, die hat alle Insider-Infos oder Gerüchte, die du gestreut hast, dementiert. Die liebe Tanja, die hat bestritten, eine Party-Queen zu sein. Dann muss ich nochmal mit der Tanja ein ernstes Wörtchen reden, also. Nee, sie also. Hat aber auch was erzählt. Ah, jetzt kommt der Bumerang direkt zurück. Wir bleiben da dran übers Jahr jetzt. Alle Leute, die wir hier drin haben, werden observiert. Nee, was ich sagen wollte, Tanja kommt ja eigentlich hier aus der Fixie-Szene und die ist ja eigentlich auch bekannt dafür, dass es da ein bisschen wild hergeht. Und ich denke mal, dem normalen Straßenradsport tut es ja keinen Schaden, sich da eine kleine Scheibe von abzuschneiden. Das stimmt auf jeden Fall. Aber sie hat auch das bestritten, beziehungsweise meinte sie, ja, die Fixie-Szene, die ist so, aber deswegen mag sie den Straßenradsport lieber. Weil da nicht so viel gefeiert wird. Alright, Rick. Danke, dass wir dich auch noch kurz mit reinnehmen durften. Ich würde sagen, wir lassen dich recovern und wenn ich demnächst mal wieder kontaktieren. Genau. Beim nächsten schweren Berg sammeln werde ich vielleicht nochmal ein. Bis bald.